Das Kleinwalsertal. Klimawandel und die Veränderungen der Schneehöhen. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Günther Aigner, ich bin ein Skitourismusforscher aus Österreich. Heute blicken wir ins Kleinwalsertal, eine der schneereichsten Regionen in den Alpen. Das Kleinwalsertal ist ein Hochtal im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Es grenzt unmittelbar an das Allgäu und ist somit ein Schnittpunkt zwischen Deutschland und Österreich. Das Kleinwalsertal befindet sich in typischer Nordstaulage. Im Winter können dabei enorme Schneemengen fallen. Im Chart sehen wir die Zeitachse der letzten 35 Jahre. Dazu die größte Schneehöhe des jeweiligen Winters. In außergewöhnlich schneereichen Wintern betragen die Schneehöhen im Kleinwalsertal 2,5 Meter oder mehr. Solche Winter traten 1987-88, 1998-99 und 2018-19 auf. Das langjährige Mittel beträgt 1,4 Meter. Sogar trockene Winter bringen Schneehöhen von 60 cm oder mehr. Das fünfjährige Mittel verläuft sehr ruhig, ebenso die Trendlinie. Wir sehen praktisch keine Veränderungen. Was aber passiert mit dem Schnee im Kleinwalsertal, wenn bis zum Jahr 2050 das Worst-Case-Szenario der Klimaerwärmung eintritt? Das würde, laut aktuellen wissenschaftlichen Studien, eine weitere Erwärmung der Winter von 1,4 Grad Celsius bedeuten, bei gleichzeitigem Anstieg des winterlichen Niederschlages. In Summe würde die Schneegrenze um etwa 200 Meter ansteigen. Und nun zur Beantwortung der Eingangsfragen. Erstens, die jährlich größten Schneehöhen haben sich in den vergangenen 35 Jahren nicht statistisch belegbar verändert. Zweitens, in schneereichen Wintern betragen die Schneehöhen im Kleinwalsertal 2,5 Meter oder mehr. Und drittens, im schlimmsten Szenario würde die Schneegrenze um gut 200 Meter ansteigen. Im hochgelegenen Kleinwalsertal wären diese Veränderungen kaum spürbar. Zum Abschluss noch weitere Infos für euch. Die Schneedaten im Kleinwalsertal werden durch das Land Vorarlberg erhoben. Die Betreuung der Station erfolgt durch die Familie Hilbrand im Ortsteil Bad auf einer Seehöhe von 1305 Meter. Und zu guter Letzt eine Reise zum Ende der sogenannten Kleinen Eiszeit. In dieser Epoche gab es Klima- und Wetterextreme im Alpenraum, die uns heute unvorstellbar erscheinen. An der Kapelle St. Martin in Bad ist eine Plakette montiert, die uns vom 21. Juni 1855 berichtet. An diesem Tag des astronomischen Sommerbeginns wird von einer Schneehöhe von 3 Metern berichtet. Man weiß das deshalb so genau, weil der Feldkircher Bischof zu Besuch war, um die Kapelle zu weihen. Die Bader Bürger mussten dem hohen Besuch den Weg freischaufeln. Und das war's schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns ein Like da und empfehle uns gerne weiter. Kommentare und Diskussionen sind wie immer sehr willkommen. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Skifahren, dem genialsten Sport der Welt. Servus.